Also ich habe hier gerade eine bezaubernde, nette Dame kennengelernt. Ne? Und würden Sie Weinkönigin 2026 machen? Ja, gerne. Richtig gerne. Ich träume schon seit ungefähr 10 Jahren davon, Weinkönigin zu werden, seitdem ich 8 bin. Weil das finde ich einfach sehr wichtig und ist ein kulturelles Gut, vor allem in Hildesheim. Und ja. Ja, da gibt es die Voraussetzungen. Man muss hübsch sein, geht ja das auch gerne hin. Dankeschön. Und man muss aber auch Wein gerne trinken. Ja. Ja. Rewe-Wein, alles richtig gut, gefällt mir richtig gerne. Was für ein Wein? Rewe, von Rewe. Von Rewe? Ja. Moment mal. Ja, es geht egal. Ist egal, ich mag alles. Ja, Rotwein, Weißwein. Ja. Und Red Bull. Nee. Jetzt haben wir, nee, Red Bull nicht, ne? Nee, ich mag das nicht. Nein. Das ist so ungesund. Ich finde, Wein ist viel gesünder als Red Bull. Wein, gut, dann haben wir noch eine Frage aus, welchem Obst macht man Wein? Trauben. Toll. Ja, meine Lieblingsfrucht. Ich liebe Trauben. Ich liebe die lilanen Trauben und die grünen. Und man, ich mag auch Orange. Kann man auch so in Quark oder Joghurt tun, ne? Ja, richtig gut. Gefällt mir unnormal. 10 von 10. Kann ich nur empfehlen. Also, ja. Ja, soweit die Weinkönigin 2026 aus Hildesheim. Ja. Danke. Ich danke Ihnen.